Grill. Ostern. Und wir bauen Schneehasen überall hin. Ja. Schon heftig. So ein Winter. Seit wie viel? 100 Jahren? 1000 Jahren? Nochmal so lang anhaltend? Heftig. Mal wieder etwas Schwarzes und Weiße reinbringen, wenn man es so ausdrücken kann. Wisst ihr, was das ist für ein Zeug hier? Kohlefaser, wird das genannt, ne? Wurde mir gesagt. Ja, habe ich jetzt vorbeigebracht bekommen. Habe ich selber vorher auch noch gar nicht gekannt. Aber ein hammerhartes Zeug, das Zeug hier. Ne, dass man mit Kohle heizen kann, ist ja eigentlich nichts Neues, ne? Aber dass man auf Kohlefaser einfach Strom drauf gibt und dann richtige Infrarotwärme da rauskommt, das war mir bis jetzt ziemlich neu gewesen. Und vor allem, wie viel Temperatur oder Infrarotwärme oder naja, da rauskommt, das ist echt der Hammer. Hier habe ich einen ganz kleinen Streifen davon. Und hier habe ich einen Temperatursensor dran. Momentan haben wir es hier drin, 19,2 Grad. Und diesen kleinen Streifen hier, den befeuern wir jetzt mal mit einem Plattenspieler-Bedini und einer 12-Volt-Batterie. Man könnte den Streifen auch direkt an die 12 Volt hier dazwischen schalten. Allerdings... So, das ist Kohlefaser und 12 Volt. Das hat natürlich auch schon ganz schön, ja. Siehst du das? Ich weiß nicht, ob das so lang dann da ist, der Streifen. Deshalb probieren wir es erstmal nur über ein Bedini. Da kann man ja dann hier schön hochregeln. Ne? Mal gucken, ob man dann mit einem Potti die Temperatur einstellen kann von dem Teil. Und mal schauen, wie viel es dann anzeigt. Ja, ich bin gespannt. Ach, hier ist ja noch gar nichts. Moment. Die Last einschalten ist natürlich von Vorteil, ne? Müsste passen, ist nicht ganz dran. Na gut, mal gucken, wie das mit Infrarot ist. Müsste aber trotzdem klappen, denke ich mal. Ah ja. Okay. Ah, klappt wahrscheinlich. Ja, es geht schon los. Aha. Jetzt aber. Jawoll. Ja, noch ein bisschen. Aber man merkt es auch schon richtig mit der Hand, ne, die Infrarotwärme. Ja, die trifft da genau auf der Oberfläche auf und bringt die Oberfläche zum Schwingen. Also macht nicht die Luft zwischendrin warm, also nicht so sehr, ein bisschen schon, ne, aber nicht so wie unsere momentanen Heizkörper da. Ja, ist schon bei 22,9, 23 Grad. Hier an der Stelle nur mit einem Purzelbedini. Ne, das sind jetzt nur die hohen Spannungspulse, die hier drauf gehen. Und wenn wir einen Solid State kriegen, kriege ich einen Solid State? Mal schauen. Nee, sieht nicht so aus. Echt genial.
schön warm. Ah, direkt Wärme. Ja, richtig schön warm. Oh. Gut jetzt. Wuhaa!